Great Sherry Cars Experience Chapter 5. Muss ich noch mehr dazu sagen? Nach dem Intro geht's los, Kiddas. Mein Endgegner Teil 5. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder in Spanien unterwegs, hab für euch The Great Sherry Cars Experience Chapter 5 dabei von Thilo Schnabel, dem Cars-Count. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ihr wisst ja, ich mache das ja nur noch zu Ende, weil ich das angefangen habe. Aber eigentlich will ich das gar nicht mehr zu Ende machen, weil einfach jeder weitere lieber ein weiterer Endgegner ist. Ihr wisst, was lieber, wofür lieber steht. Ihr wisst, was diese Abfüllungen hier sind, nämlich Schwefel pur. Und ich habe ja, oder ich sag mal so, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass immer, wenn ich so einen Korken rausziehe, ich habe übrigens perfektioniert mittlerweile diesen Verschluss hier aufzuschneiden mit dem Messer, dass ich es einfach nur noch hochziehen muss. Aber ich habe immer noch die leise Hoffnung, ich ziehe es auf, ich mache den Korken raus und dann doch kein Schwefel drin. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Er ist offen. Ich riech mal so grob dran. China Böller D. Naja, wir gucken mal, was wir so ein Glas haben. Ich schenke mir mal ein. Sehr rötlich diesmal, ne? Also wir haben ja diesmal 4 Jahre historisches PX Sherry Cask und 20 Monate. Also das muss halt man. Also die erste Great Sherry Cask Experience hat fast gar keinen Schwefel gehabt. Und desto älter der Zeug wurde, desto schlimmer wurde er mit dem Schwefel. Und wie gesagt, ich glaube, der letzte war einfach am krassesten. Ne? Also gut, dieser Diablito Sulfuroso war noch ein Ticken schlimmer, aber Leute, der letzte lieber war schon richtig krass. Aber gut, wer auf extrem viel Schwefel steht, für den ist das genau die richtige Brennerei. Wir haben hier 245 Flaschen, 53,4% und das Ding kostet konstant 54,90 €. Vielen Dank dafür, Thilo, finde ich echt cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich jetzt hier was anderes kriege oder ob es weiterhin mein Endgegner bleibt. Die 20 Monate Finish, die der übrigens bekommen hat, waren in einem Fresh Amontillado Cask und das war Fass Nummer 27. Steht übrigens auch immer alles sehr schön drauf, muss man einfach mal so sagen. Ne? Also alles, was ich wissen möchte und muss, kann ich auf dieser Bulle hier sehen. Und ich finde auch, das Etikett gefällt mir richtig, richtig gut. Macht schon was her, ne? Gut, gebrannt wurde am 4.7.2016 und abgefüllt auf Flaschen am 9.9.2022. Ja, Kinders. Hilft ja nichts, muss ja trotzdem dran riechen und mal durch die Nummer durch. Also, Nase rein, los geht's. Also bis jetzt, ich sag wohlgemerkt bis jetzt. Bis jetzt habe ich nämlich immer die Erfahrung gemacht, desto länger der Luft kriegt, desto schlimmer wird der Schwefel. Bis jetzt, finde ich, ist der Schwefel sehr, sehr weit im Hintergrund. Also der hat nicht so viel Schwefel, also an der Flasche habe ich mehr Schwefel als hier im Glas. Ich kann tatsächlich mal was anderes riechen. Ich rieche schöne Rosinen. Schöne Rumrosinen, schön eingelegt, eine schöne Süße mit dabei, richtig nice. Aber ich darf mich nicht immer so früh freuen, weil du merkst es jetzt schon wieder, desto. Du musst eigentlich musst du das einschenken und auf Ex trinken. Dann hast du den wenigsten Schwefelgeschmack. Also nicht Geschmack, Geruch. Also bis jetzt hat der am Anfang immer sehr wenig Schwefel und desto mehr Luft der kriegt, desto mehr der an der Luft ziehen kann, desto mehr der atmen kann, desto intensiver und desto krasser wird der Schwefel halt auch, ne? Aber hier, wow, der ist richtig schön süß, der riecht richtig lecker, richtig schönes Rosinenaroma, der liefert genau das ab, was halt ein PX abliefern soll oder was ich halt von einer Sherry-Reifung erwarte, die so eine Farbe hat. Ne? Da muss man schon mal sagen, also der ist auf jeden Fall besser als sein Vorgänger bis jetzt.
Aber die Schwefelnote kommt immer mehr. Ne? Also das Problem ist einfach, irgendwann ist der Schwefel so präsent, dass du die anderen Aromen gar nicht mehr wahrnehmen kannst oder gar nicht mehr dahinter kommst, weil der Schwefel einfach alles kaputt macht. Ne? Und genau das habe ich als Problem bei der letzten Abfüllung halt immer gehabt. Süß, fruchtig, Rosinen, Schwefel. That's it. Aber hier kommt wenigstens noch mal was anderes. Und die anderen Aromen kommen noch über den Schwefel drüber bis jetzt. Also das ist echt gut. Vielleicht liegt es auch einfach an dem Amontillado-Fass. Kann natürlich sein. Vielleicht war da nicht so viel Schwefel drin wie in dem PX-Fass vorher. Ich probiere jetzt mal. Also, Slanjakinas. Also ich bin gerade echt positiv überrascht. Ja, er hat Schwefel, aber ja, hinten raus kommt er eigentlich erst. Aber es ist echt am Anfang echt eine schöne Fruchtnote. Du merkst richtig, dass du einen schönen Sherry-Whisky trinkst. Der ist sehr nussig. Der hat so eine leichte... Ich habe ja meistens so Dill bei so manchen Sachen, aber ich habe so eine kräuterherzhafte Note gemixt mit so Schokoladenrosinen auch so ein bisschen. Und dann kommt hinten raus, merkst du, wie immer mehr dieser Schwefel durchkommt, aber der Schwefel ist dezent. Also der ist zwar da, aber der ist dezent und der macht nicht den ganzen Whisky gerade kaputt, sondern man könnte fast sagen, er begleitet ihn ein bisschen. Dass ich das mal sagen werde. Und das ist wirklich Endgegner Nummer 5 hier. Wirklich. Wow, und wenn du getrunken hast und jetzt dran riechst, habe ich fast gar keinen Schwefel mehr im Glas. Jetzt habe ich eine schöne Karamell-Vanillenote. Krass, ich probiere nochmal einen Schluck. Weiß nicht, was da los ist. Thilo, was hast du gemacht? Also ganz ehrlich, von den 5 Great Sherry Cask Experience finde ich den echt am besten. Das ist der erste, der mit Schwefel nichts kaputt macht. Wo der Schwefel ist da, der wabert im Hintergrund irgendwo mit, aber er passt auch so ein bisschen zum Whisky. Ist okay. Der ist okay. Also, vielleicht ist es die Kombi. Vielleicht ist PX und Amontillado halt, ne, Amontillado ist ja sehr hell eigentlich. Vielleicht passt das einfach gut zusammen. Wahnsinn, also muss ich nochmal einen Schluck probieren. Nee, echt nicht. Also ja, okay, also schwefelempfindliche Gemüter, nein, nicht kaufen. Wenn du aber ein bisschen Schwefel abkannst und sagst, ich kann über Schwefel hinwegsehen, wenn auch andere Aromen da sind, dann ja. Also ich finde, der Schwefel begleitet den Whisky. Ich finde, das passt gut zusammen. Das schmeckt mir auch tatsächlich, bin echt überrascht. Und ich finde krass, wie sich die Nase komplett verändert hat, nachdem ich probiert habe. In der Nase habe ich nach dem Probieren echt so einen Vanille-Karamell-Moment mit einem leichten Schwefel dahinter. Aber wenn ich jetzt mal eine Schwefelskala einführen wollen würde und würde sagen, die letzte Abfüllung war 80% Schwefel, dann hat die vielleicht 25 oder 30. Also das ist
also ich sag's jetzt wirklich, es ist, der ist mein Favorite von den Great Cherry Cask Experience Chapter 5. Ist für mich mein Favorite aus dieser Serie. Definitiv. Also, da kann ich echt kaum meckern. Ich gebe dem Ding wirklich, ja, 4 Daumen hoch. Krass, dass ich das mal sagen werde. Naja, vielleicht schließt der Thilo ja die 6. Edition mit einem komplett schwefelfreien Whisky ab. Vielleicht gibt es bei Lieber ja auch Fässer, wo kein Schwefel verwendet worden ist. Man weiß es nicht. Aber das Ding hier, ich würde schon fast behaupten, der macht Spaß. Ja. Also, Kinders, habt ihr die Bulle zu Hause? Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das so empfindet, auch mit dem Schwefel. Ich hatte eigentlich was ganz anderes mit dem Whisky vor, aber jetzt... Also, es muss kein Wasser rein. Falls unter den, in den Kommentaren wieder steht, Sascha, mach doch mal Wasser rein. Ja, ich weiß, Leute, aber ich bin nicht so der Fan von Whisky runterverdünnen. Und wie ich ja auch jetzt gelernt habe, ja, klar, das erzählen wir in einem anderen Video. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit für. Aber Wasser hat er für mich nicht notwendig. Ich konnte alles rausschmecken. Es war ein guter Whisky aus dieser Serie. Und ich bin gespannt, wie die Serie abschließen wird. Also, Kinder, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich selber Feedback freuen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Euer Friendly Mr. Z.